das bestgeschützte Nahrungsmittel, Trinkwasser ist ja ein Nahrungsmittel, das bestgeschützte und bestkontrollierteste Nahrungsmittel überhaupt in Deutschland? Es gibt kein sauberes Element als im Grunde das Element Wasser. Wir schauen bei der Stelle 2. Ja. Wir untersuchen das Wasser an der Stelle 2, genauso wie hier. Das hier, ja. Das war das oder das andere? Fischigel. Oder Teichenschlange? Die hat nämlich, wenn du... Hast du? Ja, du... Guck dir mal den Kopf an. Der Kopf sieht so aus. Die hält sich auch mit dem die Kopf hält so sich auch fest. Ja, genau. Okay. Aha. Mal reinfilmen. So, das ist jetzt hier... Gemeiner Fischigel. Okay, das wird nicht mehr anders. Ich denke, ihr habt jetzt gesehen, dass doch viel mehr Leben in dem Wasser ist, als man im ersten Moment denkt. Я думаю, что вы все поняли и увидели, что в воде живет гораздо больше организмов, чем на первый взгляд кажется. Ich möchte auf zwei Tiere hinweisen. Es gab so etwas dabei. Я хочу особое внимание обратить на два на два Das Tier geht so hin und her. Das ist eine Libellenlarve. Im nächsten Jahr wird daraus eine Libelle fliegen. Sagt nur, schade, macht ja keinen Ton. Oh.
mich schnell ab. Spinne. Ja. Was ich gesehen habe, wir haben Eintagsfliegenlarven, aber nicht so viele wie drüben. Etwas weniger. Однодневки были, но несколько меньше, чем в первом месте, естественно. Und wir haben jetzt einige Tiere, die aus der Kategorie 2 bis 3 schon kommen. Also schon etwas schlechter. Was ist passiert? Auf der Strecke dazwischen haben wir die Einleitung des gereinigten Abwassers aller Bürger aus der Stadt Wittmund. Das Klärwerk befindet sich genau dazwischen und das Wasser, was vom Klärwerk in den Fluss geht. Что произошло? Вода из очистного сооружения Витмунда попадает в воду. И это несколько загрязняет, ухудшает качество воды. Aber das Wasser, das Abwasser aus den Häusern wird im Klärwerk gereinigt. Но сточные воды на очистном сооружении все-таки очищаются, поэтому качество не слишком страдает. Качество речной воды не слишком страдает. Und die Qualität wird nur ein bisschen verändert, nur ein bisschen verschlechtert. И качество только немножко меняется, немножко ухудшается. More animals. Oh, it's very cool. Cool. А ты можешь это рукой? Мне нравится его прическа. Das bedeutet, durch dieses Wasser geht mehr elektrischer Strom hindurch als vorher. So, was ist jetzt? Was ist da in dem Wasser? Was macht die elektrische Leitfähigkeit? Was? Salz. Jetzt haben wir Salz im Wasser. Das ist noch kein echtes Salzwasser, eine Mischung aus. Это все еще не морская вода, не настоящая морская вода, это еще пока что смесь. Und wir nennen das Brackwasser. Brackwasser heißt es auf Deutsch. Eine Mischung, ein bisschen Salz, ein bisschen... Как называется? Смесь соленой воды и пресной. Die Tiere aus dem Fluss, aus dem Süßwasser, wie wir das sagen, die bekommen jetzt ein Problem. То есть организмы, которые живут в пресной воде, теперь у них появляется проблема. Wir haben auf einmal mit einer hohen Salzkonzentration zu tun und jeder weiß, wenn man Salzwasser trinkt, bekommt man Durst. Der Körper verliert Wasser. То есть они для когда все знают, что когда ешь, когда потребляешь соль, то появляется жажда.
Und diese Tiere, aus dem, die wir vorher hatten, Eintagsfliegenlarven und so weiter, die können das nicht überleben. So. Wir sind weg. Wird der ganze Dreck ausgefördert, fällt durch die Trichter und wird dann zusammengepresst und fällt hier in den Container. Genau. Das ist jetzt alles Papier und alles Grobstoffe, die aus dem Wasser rausgeholt werden. Das ist jetzt der Belebschlamm, wo die Bakterien mit Sauerstoff belüftet werden, wo die ganze Reinigung stattfindet. Zum Schluss läuft der Schlamm dann in die Nachklärbecken. Und im Nachklärbecken, da setzt sich jetzt der Schlamm ab. Und das ist das klare Wasser, was jetzt nachher dann in die Halle rausläuft. Ich sage, dass es sehr interessant wäre, ob wir in der Ukraine eine Möglichkeit haben werden, so eine Anlage zu besuchen. Ja, das ist richtig. Ja, aber ich zweifle sehr stark daran. Schade eigentlich, das wäre jetzt natürlich... Aber wir werden versuchen. Ja, natürlich. Aber da wird belüftet und hier ist jetzt keine Belüftung hier vorne. Und hier setze ich jetzt das Fett ab, das schwimmt hoch, das, was noch im Wasser drin ist. Das heißt also automatisch kommt das, geht das Fett dann aufgrund der Belüftung durch die Schlitze durch und landet genau, hier vorne. Ja. Genau, das treibt hier oben auf. Weil das wird verdrängt im Grunde durch die Belüftung. Genau, und durch die Belüftung setzt man jetzt die Dichte vom Wasser runter und dann kann sich der Sand das absetzen. Von den Belebungsbecken Schlamm wird zugepumpt. Сюда поступает шлам из вот того бассейна, там, где разводят этих бактерий, которые очищают, которых вы видели в этом. Und hier soll jetzt schon mal, hier soll jetzt schon mal Phosphat abgebaut werden. Phosphat, genau, dass die Bakterien hier schon mal Phosphat etwas abbauen. Бактерии удаляют фосфаты из воды. Auch hier in den letzten Becken setzen sich noch Sachen ab und die laufen dann über und dann ist es eigentlich sauber. Und der Schlamm setzt sich jetzt hier ab. Und zwar ist es so, dass wenn es viel regnet, dann muss man auch das Wasser zwischenspeichern, weil die Anlage schafft das dann nicht mehr. Und wenn der Kanal voll ist, wenn bei euch zu Hause das Wasser anstaut, dann kommt das Regenwasser ja in den Schmutzwasserkanal und dann müssen wir das zwischenspeichern und dann ist der ganz voll. Und der auch. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn es ganz viel regnet, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir das sogar ins Gewässer abgeben, ungereinigt. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Hier können wir jetzt ablesen, Ammonium wird zum Beispiel 0,28 Milligramm, Phosphat 0,32 und Nitrat haben wir jetzt 0,6 Milligramm ins Wasser. Аммоний, фосфаты, нитраты, и на табло можно увидеть содержание данных соединений в уже фильтрованной воде. Ist das normal? Ja, das ist wohl in Ordnung. Und die Werte, die gehen jetzt auf den Computer, oben in die Leitwarte. Und der Computer sagt jetzt, ob belüftet werden muss oder nicht. Das ist für uns deswegen interessant, weil in Mariupol in der Ukraine hatten wir ein Problem mit dem Zulauf zum Asowschen Meer,
wo zum Beispiel Cholera aufkommt. Wird man hier im Klärwerk auch irgendwie darauf aufmerksam, wenn solche, ich sag mal, Verunreinigungen da sind, oder muss da eine andere Institution sich hinterklären? Das Problem ist eigentlich, wenn es bei uns hier ankommt, es ist schon so verbreitet, da spielt das eigentlich tatsächlich keine echte Rolle mehr. Es gibt natürlich darüber eine zunehmende Diskussion, aber die ist wissenschaftlich noch nicht abschließend entschieden. Das hängt auch damit zusammen, weil der Reinigungsgrad wirklich schon sehr, sehr hoch ist. Und diese Erreger, die teilweise auftreten, die sind teilweise unbekannt und nicht wirklich so erforscht. Und dann ist die Frage, wie geht man überhaupt damit? Deshalb gibt es ja das, wir haben ja unsere Wassergesetze, also einmal gibt es von der Europäischen Union Regelungen, die Länder umsetzen müssen. Dann gibt es ein deutsches Wassergesetz und es gibt ein niedersächsisches Wassergesetz. Und wir erteilen dann in der Regel die Genehmigung oder die Erlaubnis und wir überwachen das dann auch. Das ist also eine längere Handlung. Es wird ja immer wieder Wasser eingeleitet oder Grundwasser, Abwasser eingeleitet oder Grundwasser entnommen. Das wird also kontinuierlich überwacht und auch das ist unsere Zuständigkeit. Und das ist eigentlich so die wesentliche Aufgabe der unteren Wassergruppe. Hier ist das Ziel. Da geht das Wasser, wenn in der Nordsee Ebbe ist, geht das Wasser noch raus. Und hier rechts sind drei Pumpen. Wenn mal schlechtes Wetter ist und das Binnenwasser ist sehr hoch, dann muss gepumpt werden. Machen wir nicht so gerne, kostet viel Geld. Und die haben eine enorme Leistung. Die Pumpen, jede Pumpe leistet 8 Kubikmeter, also 8000 Liter in der Sekunde. Und der Vorstand, der wählt einen Verbandsvorsitzenden und der nennt sich hier Obersiedelrichter. Für die Deiche gibt es auch noch einen Oberdeichrichter. Also der Obersiedelrichter, das ist meine Funktion hier. Ja, in meinem Namen. Ich bekomme leider nicht das Richtergehalt. Trotzdem ist das schön, wenn ich zu Hause erzähle, ich habe den Obersiedelrichter kennengelernt. Ja, genau. Also das ist ja nicht alles mit Schilf besetzt. Und hier so Nebengewässer. Und hier dann auch noch so Nebengewässer geschaffen. Und das ist einmal wieder gut. Oder hier, die haben überhaupt keine Verbindung zur Herle. Dieses ist dann die Herle. Die Fläche ist zum Beispiel 1 Hektar groß. Da haben wir hier noch einen Streifen stehen lassen und diese sind abgeflacht. Hier ist das allerdings jetzt nach der Baumaßnahme. Jetzt sieht das schon ein bisschen anders aus. Jetzt ist hier viel mehr Schilf. Hier haben wir das mit Steilkanten gemacht, weil wir in der Halle auch den Eisvogel haben. Ja, und der braucht diese Steilküsten. Und den habe ich auch schon mehrfach gesehen. Der ist ja äußerst selten, der Vogel, der Eisvogel. Und ob er jetzt hier schon seine Brutstätte hat, weiß ich nicht. Aber in der Halle, da ist er vertreten. Kann ich? Okay. Unsere nächste Frage wäre dann, wie bzw. warum entsteht verunreinigtes Wasser? Also verunreinigtes Wasser in Deutschland entsteht eigentlich nicht. Also das Trinkwasser ist das bestgeschützte Nahrungsmittel. Trinkwasser ist ja ein Nahrungsmittel. Das bestgeschützte und bestkontrollierteste Nahrungsmittel überhaupt in Deutschland. Und Verkeimungen sind überhaupt noch nie vorgekommen. Also jetzt hier so in unserem Kreis. Ja, Wasser hat ja ganz klare Anforderungen nach dieser Trinkwasserverordnung. Da sind Grenzwerte für mikrobiologische Parameter und für chemische Parameter, die einzuhalten sind. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann ist es kein Trinkwasser. Есть ли какие-то критерии для питьевой воды? Ответ – да, есть. И там определенное количество химических бактерий и биологических. Если они не соответствуют стандарту, тогда это уже не питьевая вода. Interessant ist vielleicht zu dieser Frage noch die Wasserversorgung unserer Inseln. Zum Lake Tasman gehören die beiden Inseln Lango und Kikkeri. Man muss sich vorstellen, das Meer rundherum, da ist Salzwasser. Salzwasser kann man nicht trinken. Aber trotzdem ist auf der Insel so eine Art Süßwasserinsel.
und die haben praktisch eine eigene Wasserversorgung. Da gibt es keine Leitung, keine Festlandleitung zur Insel, sondern die gewinnen ihr Wasser auf der Insel. Ihre erste Aufgabe wäre zu gucken, was passiert jetzt? Kommt es oder geht es? Und wenn ihr das nicht wisst, wie können wir das feststellen? Relativ schnell. Was können wir tun, um jetzt das relativ schnell rauszukriegen? Ich weiß es. An Wasserrand stehen. Eine Weile beobachten, das können wir tun. Gut, das war eine gute Lösung. Ich würde die Forke vorziehen. Ich stecke das an der Wasserkante. Und dann gucken wir, ob das Wasser kommt oder geht. Ja? Ganz gerne eine Planktonprobe mit. Gibt's mal jemand anders bitte? Für viele Kinder ist ein Schüleraustausch die ideale Gelegenheit, auch einmal eine etwas andere Lebenswelt kennenzulernen. Für einige Schülerinnen und Schüler aus Mariupol in der Ukraine bot sich nun die Gelegenheit, Deutschland kennenzulernen. Sie waren zu Gast an der Alexander von Humboldt-Schule in Wittmund. Das ist ein schönes Land. Wenn ich fahre in Deutschland, nach Deutschland, ich denke, dass alles wird super. Und jetzt, ich kann sagen, dass alles war sehr cool. Die ostfriesische Halbinsel ist ein schönes Fleckchen Erde. Nicht umsonst sind die Schüler vom Asowschen Meer nahe der russischen Grenze zufrieden mit ihrer Reise. Der Schüleraustausch zwischen den Schulen aus Wittmund und Mariupol findet nicht zum ersten Mal statt. Das ist so der Wert für Leitungswasser, 260. Und wenn das Wasser in der Halle, was war das noch? Hatten wir hier gemessen. 400, noch was. Ja, die habe ich ja noch nicht so. Bei der ersten muss man das. Salzgehalt. Schauen wir mal, das war 333, ob das noch ach, stimmt. Ja. Ja, jetzt haben wir es, ist ein bisschen mehr ja in der Anzeige, weil Wasser. Wahrscheinlich, es passt schon. Mhm. Ja. In diesem Jahr steht das Thema gesundes Wasser auf dem Lehrplan. In diesem Fall lernen die Kinder, Wasserproben zu nehmen, zu untersuchen, auf die Güte hin zu untersuchen, weil sie in der Ukraine gerne feststellen wollen, wie gut ist unser Wasser und was können wir noch sozusagen an der Wasserqualität verbessern. Die Idee für dieses Projekt wurde gemeinsam von der ukrainischen Schulleiterin Tatjana Akushina und Reinhard Aulke entwickelt. Ausgangspunkt ist die problematische Trinkwasserqualität in Mariupol. Die ukrainischen Schüler sollen die Möglichkeiten der Reinerhaltung des Wassers als Zukunftsvorsorge erforschen. Doch das Studium der Natur ist nur ein Teil des Schüleraustausches. Genauso wichtig ist, dass ein interkultureller Beitrag geleistet wird. Sommerdeich auf Langerhof, also hier ist der Sommerdeich zu sehen. Das ist die Legende, jede Pflanze bzw. Pflanzengesellschaft ist mit einer anderen Farbe dargestellt. Das kann man jetzt nicht lesen, das spielt aber auch gar keine Rolle. Das hier ist typisches Seewetter, es ist windig, es ist feuchte Luft, Entschuldigung, und es regnet ab und zu.
Früher gab es nämlich kaum Steinhäuser, sondern Holzhäuser, weil die öfter mal abgebrochen wurden. Und darum gibt es Steinhäuser nicht so lange. Also dieser Teil des Dorfes hatte immer gutes und sicheres Wasser. И эта дюна также является достаточно высокой, потому что за это время ни разу не была затоплена во время шторма. Вы здесь находитесь в музее воды. Вы можете здесь осмотреться, посмотреть экспонаты, немножко согреться. Wasser könnt ihr hier probieren, Langeooger Wasser. Здесь можно попробовать воду с острова Langeoog. Genau. Und Wasser, Trinkwasser gibt es überall in den Dünen. И питьевая вода есть везде в дюнах. Es kann aber nur gewonnen werden in einem kleinen Teil der Dünen, nämlich in diesem Bereich heute. Но добывать, но получить ее, добыть ее можно только в небольшом, на небольшом участке дюны, вот там, где он показал. Это является то, что мы находимся на Langeoog. Würde man hier Wasser entnehmen zum als Trinkwasser, dann würde der Grundwasserspiegel sinken. Und die Oberfläche wird trocken und dann verändert sich der Bewuchs. Der Wasserturm ist 18 Meter hoch, ich muss eben nachdenken. Und 25 Meter über dem Straßenniveau war der Wassertank hoch. Und das hier, diese blauen Markierungen, die roten, das sind die Förderbrunnen. Und die Förderbrunnen, das kann man da nochmal sehen, einmal ein Schnitt, ein Vertikalbrunnen haben wir hier. Da kann man nochmal so einen Schnitt sehen, wie der aussieht. Das ist jetzt durchgeschnitten in der Mitte. Das ist unten zum Beispiel das Saugrohr unten, wo dieses geschnitzt ist. Das ist Dieser Hahn ist Rohwasser und der Hahn ist nur ein Filter. Da jetzt, wenn Sie hier dran riechen, wir können natürlich auch alle anderen möglichen Untersuchungen, wir können Eisen messen, wir können Mangan messen, wir müssen natürlich, wir haben ein Gerät da, müssen wir natürlich dann dementsprechend die Reagenzröhrchen verholen. Unter dem Beton, da ist der Grundwasserspiegel. So. Der Brunnen läuft. Der zieht das Wasser raus, beziehungsweise Wasser läuft da rein und wir fördern das hinten. 1,50. So. Bis dahin. Da kommt Wasser. Kann man auch sehen, wenn man reinkommt, kann man den Wasserspiegel sehen. Das sind also so Art Pfeilstellen. Da gibt es so 70 Stück von auf Langeoog. Die Bühne von unten. Das Salzwasser durchdrücken und dann würde man das Salzwasser ansaugen. Wenn man zu viel entnimmt, dann geht von unten, drückt das Salzwasser rein. Deswegen macht man sehr viele Brunnen und die auch nicht immer an einer Stelle an, sondern wechseln.